warte schon mal. Babacar, kurz vor der Abfahrt, Ende der englischen Woche. Jetzt haben wir ein 1-1 in Dortmund. Überzeugender Auftritt vorher zu Hause gegen Chemnitz. Ganz schlecht gestartet davor den Samstag in Regensburg. Bist du froh, dass die Woche endlich rum ist? Ich bin froh und wir sind auch froh. Und ich denke mal schon, die Mannschaft hat auch Gas gegeben, weil wir wissen genauso, wir brauchen ein paar Punkte. Und diese Niederlage in Regensburg hatte uns alle sehr weh getan. Und deswegen wollten wir unbedingt das nächste Spiel unsere durchsetzen, was an Laufarbeit angeht, was an Kämpferisch angeht. Und heute hat, normalerweise heute sage ich mir mal, eine Sieg wäre ja drin. So viele Chancen, wie wir rausgearbeitet haben. Aber am Ende nehmen wir einen Punkt und wir sind ja zufrieden mit dem Punkt. Ja. Du bist jetzt schon ein paar Jahre länger hier bei Preußen Münster. Ihr habt jetzt 44 Punkte, seid so gut wie gerettet, kann man sagen. Bist du trotzdem verwundert, wie viel Unruhe doch seit Dienstag wieder im Verein ist? Es gibt zwar Unruhe, wie man auch weiß, aber das ist eine Sache zum Beispiel von der Führungsetage, von Carsten, von Tresi oder von Thomas Bäume, die sind da zuständig für diese Sache. Deswegen, ich habe ja eine Arbeit zu tun und die würde ich auch bis zum Ende bei Preußen weiter tun. Und über diese Sache lasse ich mal, dass die anderen entscheiden, was das Beste für den Verein ist. Aber das heißt schon, wir werden dich nächstes Jahr auch weiter bei Preußen sehen, oder? Auch wenn Stefan Kühne jetzt zum Beispiel einen Abschied verkündet hat? Ja, Kühne, das ist, also Kühne ist ja ein guter Junge und er hat auch hier, ich bin mit ihm zusammen hier gekommen und wir haben ja auch super Spiele hier gemacht. Wir sind mit einem Preuß aufgestiegen, wir haben viele gute Sachen hier erlebt, viele auch was schlechte Sachen, aber letztendlich, es ist immer so, wir kommen, wir gehen, das ist dieses Geschäft und ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und ich würde ihm seinen Weg weiter verfolgen. Okay, ich hoffe, dass du allen Fans nächstes Jahr noch erhalten bleibst und danke fürs Interview. Bitte. Dennis Rothe, am Ende der englischen Woche 1-1 in Dortmund, war viel los die Woche. Ist das dann doch noch so ein kleiner versöhnlicher Abschluss der Woche? Ja, ich denke, wir sind schlecht gestartet in die englische Woche. Aber ich glaube, am Mittwoch und auch heute können wir mit der Leistung zufrieden sein. Aber vielleicht haben wir heute 2 Punkte zu wenig geholt. Man sieht jetzt auch neuerdings, dass ihr auch auf dem Platz einen Kreis bildet. Habt ihr das vorher nicht gemacht oder ist es einfach mal zu zeigen, ja, wir sind auch eine Einheit? Ach doch, wir haben das schon immer gemacht. Wir haben es jetzt verlagert von drinnen nach draußen, weil so gutes Wetter ist und deswegen machen wir es jetzt draußen. Okay, jetzt haben wir 44 Punkte. Jetzt hätte man ja eigentlich relativ früh Planungssicherheit. Ne? Womit planst du denn eigentlich? Bleibst du bei Münster? Ja, das kann ich jetzt Stand heute noch nicht sagen. Das werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Aber von deiner Seite willst du schon gerne bleiben, oder? Ja, wie gesagt, das werden die nächsten Tage zeigen. Okay, danke fürs Interview. Ciao. Am Ende einer turbulenten englischen Woche 1-1 in Dortmund. Eigentlich war heute mehr drin, oder? Zumindest von der Punktzahl her. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich denke, das war seit langem mal wieder ein sehr, sehr ansprechender Auftritt für uns, auch auswärts. Zu Hause läuft das momentan ganz gut, aber mit ein bisschen Glück hätten wir heute, glaube ich, einen Dreier haben können. Es waren sehr, sehr viele knifflige Situationen, die der Schiri, glaube ich, nicht für uns gepfiffen hat. Vielleicht hätte man das auch zum Vorteil des Stürmers laufen lassen können. Und dann haben wir einmal nicht aufgepasst und dann haben wir einfach wieder diese Moral gezeigt, die uns in den letzten Wochen eh schon ausgezeichnet hat. Ja, also das kann man sagen, nach Regensburg kann man ja sagen, war ein relativ blutleerer Auftritt, aber heute habt ihr alles in den Waagschale geworfen, oder? Leer war der in Regensburg auch nicht, das waren die ersten 10 Minuten, die wir einfach verpennt haben. Und danach mit 10 Mann haben wir auch alles reingehauen. Und aber heute war natürlich von Anfang an gleich eine ganz andere Mannschaft da und so musst du spielen. Okay, jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, es war eine sehr turbulente Woche. Auch es gab ja einige Diskussionen um Sportdirektor, Vorstand. Wie habt ihr das in der Mannschaft aufgenommen, gerade du als Captain? Ja, wir haben dazu unsere Meinung gesagt, wir haben sie kundgetan, auch ihm gegenüber. Wir haben darüber gesprochen und jetzt müssen wir auch wieder in die Tagesordnung übergehen, weil wir wollen alle nur das Beste und das ist das SCP nach vorne geht. Ja, ich würde mich wünschen, wenn du nächste Saison auf jeden Fall noch da bist. Ja, nächste Saison bin ich ja nur da. Okay, super, danke. Also laut Vertrag. Ciao. Ciao.
Herr Lohse, jetzt nach dem Spiel 1-1 in Dortmund. Die englische Woche ist jetzt endlich vorbei, kann man beinahe sagen. Nicht so gut gestartet in Regensburg, in Münster gegen Chemnitz einen selber zeugenden Auftritt und heute war auch mehr drin, oder? Ja, ich denke, heute war sehr viel drin. Wir waren von Anfang an gut im Spiel. Wir hatten die besseren Möglichkeiten. Wir hätten Elfmeter zugesprochen bekommen müssen und haben dann leider die 100%ige Chance vom Roger Kone nicht genutzt. Und wir wissen alle, wenn du solche Chancen dann nicht kriegst oder nicht machst, dann geht halt irgendwann der Schuss nach hinten los. Und das war heute auch so. Wir haben dann das Spiel noch gedreht, mit großer Moral wieder, und waren dann sicher auch mit 11 gegen 10 dem Sieg einen Tick näher. Es hat etwas die Power vielleicht am Ende gefehlt, dem Spiel noch den Siegtreffer einzuimpfen. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Wenn man jetzt einmal guckt, einige Spieler, Roger Kone, Dennis Rothe, haben ja unter ihrer Regie eine ordentliche Entwicklung genommen, oder? Ja, sehr gut. Also müsste man mal gut analysieren, über welche wir alle reden. Auch Scherder ist ja ein Spieler, der vorher nicht auf dem Platz war oder nicht auf dem Zettel war. Bei den Preußen, der den Sprung nach oben geschafft hat. Ich denke, Riedel auch. Auch Benny Siegert hat sich enorm gesteigert in dieser Zeit. Und ja, wir können insgesamt zufrieden sein. Wir wissen alle, wir hatten eine äußerst schwierige Situation. Und wenn ich sehe, wie viel, das ist über 10 Punkte, 12 Punkte unter Haching, Kiel und wer es alles war, hinter uns war, haben wir doch hervorragenden Sprung gemacht und sind da sicher auch stolz drauf. Sie haben es jetzt kurz gerade nochmal angesprochen, Preußen hat jetzt inzwischen 44 Punkte, 9 Punkte vor. Eigentlich ist so eine Situation, wo man sagt, man hat so eigentlich fast Planungssicherheit. Sind Sie doch verwundert, wie viel Unruhe jetzt inzwischen wieder im Verein ist? Ach nein, also ich meine, ich bin ja für die Mannschaft zuständig als Trainer und versuche da immer die, auch wenn es nicht immer klappt, das wissen wir alle, wir sind alles nur Menschen, die optimale Einstellung für die Mannschaft zu finden. Und die Mannschaft zieht gut mit in jedem Training, sie versucht auch in den Spielen alles und wir versuchen die Punkte zu holen. Und dass wir da jetzt, glaube ich, voll in der Spur sind und so gut wie gerettet sind, das wissen wir alle, aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Spiele und man hat auch heute gesehen, dass die Mannschaft hungrig ist und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass es kommen noch einige schwere Spiele auf uns zu. Ich denke da nur mal an das Darmstadt-Spiel, wird sicher ein Highlight für unsere Fans. Wir haben letztes Mal 0-4 verloren, 2 Eigentore erzielt und da wollen wir natürlich diese Herausforderung annehmen und was gut machen. Ich muss trotzdem nochmal zurückkommen. Eigentlich ist es doch eigentlich nicht zu erklären, dass jetzt trotzdem so eine Unruhe im Verein ist, oder? Gerade weil man eigentlich fast gerettet ist, oder? Ich möchte das auch nicht bewerten. Ich glaube, wir arbeiten gut. Ich glaube, dass auch wichtig ist in so einem Team. Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport, so wie die Mannschaft ein Team ist. So muss man auch außenrum ein Team sein oder im Grunde genommen muss sicher eine Mannschaft und ein ganzes Vereinsteam da zusammen arbeiten. Keiner darf sich irgendwo meiner Meinung nach zu sehr in den Vordergrund stellen. Man muss kooperieren und am Ende entscheiden die wichtigsten Gremien ganz oben. Und das, glaube ich, war in den vergangenen Jahren, wenn ich das so sagen darf, hervorragend umgesetzt worden von der Vereinsführung. Sie haben den Verein total entschuldet. Man hat nebenher noch an der Infrastruktur gebastelt. Also es ist da aus meiner Sicht vieles Gutes auf den Weg gebracht worden. Und dass es mal zwischendurch auch mal Probleme gibt, ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge und kommt überall vor. Das Wichtige scheint ja auch eigentlich für alle verbindend zu sein, dass Preußen Münster über allem steht, oder? Letztendlich, egal welche Diskussion man führt, oder? Genau, und da haben Sie recht, weil wir haben heute wieder gesehen, da ist eine fantastische Anhängerschaft, die alle den Weg mit hier hingenommen haben. Wir haben natürlich auch eine fantastische Jugendarbeit, wo viele ehrenamtlich arbeiten. Also die darf man alle nicht vergessen. Wir haben in der Geschäftsstelle viele Leute, die da aufopferungsvoll für kleines Gehalt sich bewegen. Und ja, also wie gesagt, ich denke, ein sympathischer Club und da sollten wir auch bleiben. Okay, danke fürs Interview. Gute Heimreise, ist ja diesmal nicht so weit und dann sehen wir uns spätestens in Darmstadt. Vielen Dankeschön. Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Hi Rocky, schön, dass du dich für das Helm Radio zur Verfügung stellst. Kann man sagen, du bist in der Stammelf angekommen?
Ja, eigentlich schon. Ne? Die letzten Spiele habe ich, denke ich, ordentliche Leistung gebracht. Und ja, ich hoffe, dass es weitergeht. Ja, heute 1-1 in Dortmund, nachdem ihr unter der Woche 3-1 in Chemnitz gewonnen habt. Ist das da eigentlich, eigentlich kann man sagen, ihr hättet mehr heute verdient, oder? Was Punkteanzahl angeht, oder? Ja, eigentlich schon. Ne? Wir spielen, glaube ich, eine halbe Stunde oder 20 Minuten mit, mit einmal mehr. Ja, noch ein Tor hätte eigentlich zählen müssen, glaube ich, nach meiner Meinung. War, glaube ich, keine Abseits. Ja, wenn die rote Karte auch nicht fährt, stehe ich auch alleine vom Torwart. Ja, da muss ich auch mal sehen, ob er da reingeht oder nicht. In der ersten Halbzeit gab es auch eine kritische Situation, wo Sofian Benjamina den Abwehrspieler tunnelt und eigentlich frei im 16er ist und dann gelegt wird. War das für dich eine rote Karte? Nein, rote Karte glaube ich nicht, weil da waren noch mehrere Spiele in der Nähe. Aber 11 Meter glaube ich schon. Ja. Jetzt gab es unter der Woche mit Detlef Dammeier und ein paar Irritationen. Wie habt ihr das in der Mannschaft wahrgenommen oder aufgenommen? Ja, da kann ich glaube ich besser nichts zu sagen. Aber wir machen als Mannschaft einfach weiter. Wir geben Gas und versuchen jeden Spiel wieder 3 Punkte mitzunehmen. Und ja, mal schauen. Können die Fans denn guter Hoffnung sein, dass du nächstes Jahr noch in Münster spielst? Ja, ich habe noch einen Vertrag für nächstes Jahr. Also ich weiß nicht warum. Ja, ich glaube, wir würden uns doch alle freuen, dich nächstes Jahr hier zu sehen. Danke fürs Interview. Ja. Tschüss. Hallo Simon, kurz am Abpfiff 1-1 in Dortmund, Ende der englischen Woche. Mit der Gesamtpunktausbeute kann man letztlich dann doch noch zufrieden sein, oder? Obwohl man so schlecht gestartet ist, das in Regensburg. Ja, also ich denke, dass natürlich das Regensburg-Spiel jetzt nicht optimal war von der Punktausbeute. Das ist ja klar, 0 Punkte da geholt. Dann glaube ich, haben wir jetzt gegen Chemnitz ein gutes Spiel gemacht, auch verdient 3 Punkte geholt. Und ich glaube heute, ja, wäre auch mehr drin gewesen als ein Punkt, sag ich mal. Also wir hätten schon, glaube ich, auch nach der roten Karte ein paar Chancen besser verwerten müssen. Ich weiß nicht, ob Rocky bei der 1-10 im Abseits steht. Aber im Endeffekt, ja, haben wir uns, glaube ich, insgesamt gut abgesetzt von unten. Und deswegen kann man dann doch schon zufrieden sein mit den 4 Punkten jetzt. Normalerweise würde man als Außenstehender denken, müsste ja eigentlich jetzt alles ganz ruhig sein im Verein. Gerade man hat früh Planungssicherheit. Simon Schäder wird auch seinen Vertrag verlängern und auch sonstige Leistungsträger werden bleiben. Warum glaubst du, ist es immer so unruhig im Verein? Boah, fast den Falschen. Ja. Also, da bin ich absolut überfragt, warum. Aber das ist irgendwie, glaube ich, generell hier ein kleines Problemchen. Das hier ist immer ein bisschen Chaos. So. Ja gut, versuchen wir alle mit umzugehen. Haben wir jetzt, glaube ich, auch die letzten Tage ganz gut versucht auszublenden und auch gut geschafft. Und ja, ich glaube, für uns Spieler ist jetzt erstmal wichtig, uns auf das Sportliche zu konzentrieren und das, was drumherum passiert, das ja, müssen die anderen klären. Du sprichst ja an, frühe Planungssicherheit. Von deiner Seite, möchtest du in Münster bleiben oder hast du andere Optionen? Ja, also ich habe ja schon immer gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte, in Münster zu verlängern, ist ja ganz klar. Natürlich, ja, waren jetzt die letzten Wochen nicht so von meiner Seite nicht so gut gelaufen, weil ich oft draußen war. Aber ja, generell, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ich hier verlängern könnte. Oder bin auch nicht abgeneigt, aber wie gesagt, man muss jetzt erstmal noch mal ein paar die Wochen abwarten, wie das auch hier im Verein alles ein bisschen ruhiger wird. Und dann ja, werden wir auch noch mal ein paar Gespräche führen, denke ich mal. Ja, danke fürs Interview und gute Einfahrt. Thomas Bäumer, englische Woche ist jetzt vorbei, 0-2 in Regensburg, ziemlich überzeugender Auftritt zu Hause in Chemnitz, 3-1, jetzt 1-1, heute war auf jeden Fall mehr drin, oder? Ja, wir haben ein kämpferisches Spiel gesehen. Wir hätten hier eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen, aus meiner Sicht. Die Überzahlsituation, die haben wir gut genutzt eigentlich. Wir hatten gute Chancen. Leider sollte es heute nicht sein. War am Ende des Tages so ein klassisches 1-1 nach. Wenn man jetzt die ganze Woche mal zurückblickt, ist das ein leichter persönlicher Abschluss mit dem, was im Verein immer so los ist? Heute ging es hier um Fußball. Heute ging es einfach um 90 Minuten. Kampf und Spielintelligenz und persönlicher Abschluss kann ich jetzt nicht so richtig ich meine halt, man kann ja mit der Punktausbeute zufrieden sein. Man könnte sagen, okay, wir sind eigentlich dem Nichtabstieg, da stehen wir auch ganz gut da, haben immer noch 9 Punkte Vorsprung. Klar, wir haben gewisse Diskussionen im Verein, aber auch das kriegen wir hin, oder? Davon bin ich jetzt mittlerweile überzeugt, 43 Punkte, und ich glaube, dass wir noch ein paar Pünktchen holen werden. Wir hätten heute, wenn
wenn wir gewonnen hätten, auf Platz 7 gestanden, glaube ich. Das hätte vor 3 Wochen uns kein Mensch zugetraut. So schnell geht das einfach in der dritten Liga. Man sieht, wie eng die ganzen Mannschaften beieinander sind. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns um das Abschiedsgespenst eigentlich keine Sorgen mehr machen. Dann sind wir eigentlich durch. Ist man eigentlich auch mal erleichtert, dass man eigentlich relativ früh jetzt mal Planungssicherheit hat und eigentlich auch schon sehr gute Weichen gestellt hat, sei es mit Detlef Dannmeier oder auch anderen Personen? Also ich bin immer erleichtert, wenn das Punktekonto in der Tabelle für uns entsprechende Zähler aufweist und wir eher auf einem einstelligen Tabellenplatz sind als auf einem zweistelligen Tabellenplatz. Und Planungssicherheit, je eher die da ist, so besser ist das. Und somit, denke ich, stehen wir heute gut da. Ja, super. Danke fürs Interview, Thomas Bäumer. Bis demnächst. Alles klar. Ich habe alles versucht.